Mercedes-Benz Sprinter Monocoque Silver Dream. Sensationelle Fahrzeuge. Es ist wirklich unglaublich, was ihr macht. Ihr kommt aus welchem Bundesland? Wir kommen aus Baden-Württemberg und aus dem Dorf Dettingen unter Teck, das direkt neben Kirchheim unter Teck an der A8. Ist es Schwäbische Alb so ein bisschen? Ja, genau, richtige Schwäbische Alb, direkt am Alprande, sage ich jetzt mal. Und da ist unser kleiner Sitz von unserer Firma. Ja, ihr baut die wirklich dort zusammen, muss man sagen. Die GfK-Fertigung auf höchstem Niveau, das sind Bootsbauer, die sowas machen bei euch, gell? Ja, genau. Also wir haben eine Yachtfirma aufgekauft damals, die produziert für uns. Und wir haben unseren Sitz in Dettingen. Da tun wir die ganze Elektrik, Gasanlage, alles rein. Sag ich jetzt mal, das, was richtig risikohaft ist, wo wir immer drüber schauen. Das wird auch von uns richtig durchdacht gemacht. Und okay, das heißt auch die Konzeption kommt von euch? Ja, natürlich. Ganz ist eure Firma quasi? Ja, natürlich, genau. Ich guck mal gerade hier vorne rein. Das Ganze soll ja am Ende des Tages auch bezahlbar sein. Was Sensationelles ist wirklich Wanner. Also man sieht das hier. Ihr habt Grundrisse, die man so oder so ähnlich nirgendwo anders findet. Kann man schon sagen, oder? Ja, genau. Also die Grundrisse findet man so schnell nicht irgendwo anders. Und wir bauen auch nach Kundenwunsch. Also falls man Kunden einen Grundriss hat, den man so haben möchte und der technisch umsetzbar ist und von der Theorie her auch passen würde, kann man sowas natürlich auch immer bauen. Ist gar kein Problem. Preis von dem, Pi mal Daumen, ungefähr? Das ist jetzt Messepreis 180.000. 180? Genau. Damit seid ihr ja noch nicht so im ganz oberen Feld. Ich habe ja jetzt gesehen, zum Beispiel Robeta, die da kommen mit einem Kastenwagen für fast 300.000 Euro und so weiter. Die Langlebigkeit, die meisten fahren noch von euch, oder? Also wir haben bis jetzt kein Fahrzeug, was wir ausgeliefert haben, was irgendwie verunfallt hatte oder irgendwie das. Selbst wir hatten ein Fahrzeug, wo ein LKW hinten reingefahren ist und die Unfallbilder von dem Fahrzeug sieht aus wie ein kleiner Heckschaden, Parkrempler. Also da ist nichts bei unserem Fahrzeug. Der fährt jedes noch. So, wir können uns das gleich mal angucken. Komplett aus GfK? Rein komplett GfK, genau. Mit 35 mm Wandstärke, doppelwendig und XPLS-Schaum dazwischen. Mit Doppelboden, der beheizt ist. So, das heißt, für die Ewigkeit gebaut bedeutet auch, dass es sehr, sehr nachhaltig ist, das Fahrzeug. Es ist also nichts, was ich wegschmeiße, wie vielleicht, was weiß ich, eine aufblasbare Luftmatratze, die ich nur einmal im Jahr verwende, sondern das Ding ist wirklich für lange Zeit gebaut, oder? Genau, also bei uns, die Fahrzeuge sind komplett nahtlos und sie haben halt hier den Vorteil, es ist wie ein Boot verkehrt herum und am Land, ein Boot ist das Leben lang im Wasser und hier unsere Fahrzeuge sind halt nur im Regen, wo sie nass werden, deswegen werden sie auch nicht so schnell undicht wie andere Fahrzeuge. Der Boden ist auch GfK? Ja, voll GfK, genau. Aus einer Form. So, ich zeig's mal gerade. Also ein Monocoque, so kann man sagen. Guck mal hier. Ist das Heck hier das gleiche wie bei dem anderen? Das ist ein neues Heck hier. Haben wir eine größere Heckklappe, haben wir die originalen Mercedes-Rückleuchten. Das scheint einfacher dann für den Kunden, falls er ein Problem haben sollte. Sieht sensationell aus, ganz ehrlich. Ja, extrem. Also sind auch, man hat auch genug Platz. Wir haben hier 2,23 Meter. In die Länge von der Garage her, also das Fahrzeug ist 2,30 Meter breit und hier haben wir 2,23 Meter Länge von der Garage und 1,20 Meter Höhe. Quasi, wir haben auch ein Fahrzeug mit Motorrad hinten drin. Philipp, wenn du mal so lieb bist, mal einen Schlüssel besorgst von dem hier. Ja, kannst du das machen? Schlüssel bräuchte ich ganz geschwind. Ruhig Zeit lassen. Ich gehe mal kurz drum rum um das Auto. Das ist der neue. Wir werden euch gleich mal von innen den anderen zeigen. Aber das, so werden die neuen dann ausgeliefert. Die kommen mit den originalen Mercedes-Benz-Leuchten und ganz ehrlich, das Ding sieht doch aus, als würde es irgendwie noch mal ein gutes Stück mehr kosten. Monocoque auf höchstem Niveau, auch die Lackierung, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Es ist unglaublich glatt und da werden wir gleich mal erfahren, warum das GfK außen, was du ja normalerweise immer extrem wellig hast, so unglaublich glatt ist. Das werden wir gleich mal erfahren. Die Anarbeitung der Kabine, auch das ist auf höchstem Niveau. Und Schlüssel, die ist brandneu. Ist das jetzt die war noch nicht in Düsseldorf, oder? Das Heck. Das Fahrzeug war noch nicht in Düsseldorf. Das ist jetzt letzte Woche Freitag fertig geworden. Boah, ich bin gespannt. Das natürlich hier mit dieser Heckgarage, das hat sonst auch keiner. Also, dass du komplett hier rankommst und von der Seite. Ja, genau. Also, das hat hier sonst keiner. Und wir haben hier noch einen Vorteil, wenn man mal hier oben filmen könnte. Das sind Scharniere, da läuft kein Wasser durch. Also wenn es jetzt regnen würde, wir würden die Klappe aufmachen, dann wird kein Wasser uns hier in den Nacken tropfen, wenn wir hier uns reinbeugen oder so. Das ist halt wie so eine Regenrinne. Es riecht ein bisschen noch nach GfK, ja. Das geht weg mit der Zeit, oder? Ja, genau. Also hier in der Garage riecht es extrem ein bisschen noch nach GfK, weil wir hier halt, wir haben hier eine Isolation, dass die Gase vom GfK nicht durchkommen quasi, aber hier haben wir halt reines GfK.
Und dann riecht es halt ein bisschen noch die ersten Wochen, sag ich mal, nach GFK. Aber im Fahrerhaus oder nix. Im Wohnbereich gar nichts, nee. Habe ich übrigens, kann ich unterschreiben, aber so riecht auch ein Boot, wenn man es neu kriegt. Wir sind ja auf der Boot. Seid ihr auf der Boot übernächste Woche? Nee, sind wir nicht, leider. Schade, ist ja fast ein Boot. Ja, wäre echt schön gewesen. So, dann mal bitte hier öffnen, dass man mal sieht. Die anderen werden jetzt auch mit dieser Konstruktion ausgeliefert, also genau. Mit der neuen. Genau, das ist das Facelift quasi. Cool, gefällt mir. Das Geniale bei euren Autos ist, sie sind extrem zeitlos, weil du siehst zwar vorne das Fahrerhaus, aber der Rest, der hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Die Formen, ihr könnt sie immer wieder kopieren quasi. Ja. Wenn ihr einmal die Form habt, geht das endlos oder ist irgendwie die Form kaputt? Also die Form, kommt immer darauf an, wie man eine Form baut, aber unsere Formen reichen so, sag ich jetzt mal, so 100 Fahrzeuge, da muss man die Form reparieren. Die muss man dann quasi neu abformen. Mhm. Und das Konzept so von uns, was wir uns so abgeschaut haben, also was ich sage, mein Vater, wie von dem 911er. Die 911er sehen immer ähnlich aus und man erkennt es eigentlich immer. Man sieht einen Sportwagen, man erkennt, okay, es ist ein Porsche, es muss ein 911er sein. So ist es bei uns auch. Das ist so, es gibt ja auch GFK-Hersteller, die in Ungnade gefallen sind, weil sie unglaublich viel schlecht gemacht haben, also speziell in anderen Ländern. Ja. Vielleicht hast du die Filme gesehen dort. Bei euch ein bisschen anders. Ihr seid in Deutschland, ihr seid greifbar. Das Ganze ist bezahlbar. Wenn ich heute einen bestelle, wie lange muss ich dann warten? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre? Ja, genau. Okay. Allrad geht auch bei euch? Ja, Allrad auch. Das ist ein Allradfahrzeug, wo sie gerade gefilmt haben. Genau, das ist ein Allrad. Du musst mich duzen, ich fühle mich gerade so alt. Ja, das ist wie ist dein Alter? Ich bin 21. 21, gut, dann sehe ich es dir nach, aber sofort, ich bin 54, ja. Und ich bin halt ein alter Sack, ja. Nee, ach was, gar nicht. So, jetzt ist das hier Home Run für euch, die CMT, ja, oder? Ja, genau, wir sind ja hier, 40 Minuten sind wir ja da. Und das ist so. Ja, genau. Den Aufbau haben wir auch hier alles gemacht. Also wir sind halt ein kleines Familienunternehmen, das muss man halt immer berücksichtigen. Ich bin in der Werkstatt, mein Bruder, der ist im Verkauf. Ich bin halt noch für die Gebrauchtwagen zuständig, Reparaturen. Ich habe selber in Italien auch gelernt, bei uns im Werk. Dein Vater ist der Hammer, muss man schon sagen. Der ist da. Ja, der ist knallhart. Der ist immer noch hier. Der hat mir eben noch gesagt, da kommt noch viel mehr. Ja, der ist da. Da haben wir noch was in der Planung, sag mal. In der Pipeline. Komm, ich zeig mal, also hier Messepreis hier 180.000 Euro, brutto, Steuer mit drin. Genau. Also Silverdream S641FB steht für französisches Bett. Übrigens extrem tolles Bett. Ja. Komischerweise in Deutschland sagen die Leute, muss immer ein Längsbett sein, aber es hat riesen Vorteile im französischen Bett. Ja, extrem. Also man hat Platz. Ich meine, das Auto ist 6,40 Meter lang. Ist das dein Bruder? Ja, genau, das ist mein Hi. Bruder. Hi, grüß dich. Hi. Ja, hatte ich gerade gelobt. Ihr seid ein kleines Unternehmen. Hier arbeiten alle mit, oder? Ja, wirklich. Wir sind Familienunternehmen. Wir sind 4 Geschwister und unsere Eltern. Und ja, wir sind auch sehr stolz drauf, dass wir unser Familienunternehmen so überführen oder quasi eingestellt sind, als Geschäftsführer das auch. Und ja. Du bist jetzt, wie alt bist du? Ich bin 27. Könnt ihr euch mal gerade nebeneinander stellen, einmal für das Foto, dass ich das mal sehe? Weil ich finde das so sensationell. Ich habe gerade das Preisschild abgeräumt übrigens, ja. Aber es hat es überlebt, es ist aus Alu. Wäre es aus GFK, wäre es besser, ne? Ich guck mal gerade. Genau, wenn ihr mal gerade hier nebeneinander geht. Wenn ihr euch mal gerade in den Arm nehmt, ausnahmsweise mal nur für das Foto, einmal ganz kurz. Genau, so ist das super. Dann kann ich nämlich eine ganz tolle Überschrift basteln. Ihr kennt ja meine Überschriften. So, wir gehen mal rein. Vielen Dank erstmal. Du bist quasi so der Marketing-Typ, oder? Ja, will ich jetzt nicht sagen. Ich bin halt eher so, ich bin halt immer mit der Technik verbunden, deswegen kann ich da die meisten technischen Fragen beantworten. Du weißt, warum ich erkannt habe, dass du aus der Schwäbischen Alb bist? Ja, wegen dem Akzent wahrscheinlich. Ja, ich arbeite mit der Cuba zusammen, die sind auch in der Schwäbischen Alb und das ist wirklich krass. Ihr könnt kein Hochdeutsch, oder? Nee, das kann man nicht. Wir können alles außer Hochdeutsch. Alles außer Hochdeutsch. Hier hinten, ist da noch ein Schlüssel da? Ja. Geht er auch mal holen. Dann zeige ich auch mal ganz kurz da oben die Integration der Markise. Ganz ehrlich, das neue Heck, das ist so schön geworden. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es ja gemacht. Ich habe es gemacht. Guck mal hier, die original Mercedes-Benz-Leuchten eingebaut. Ja. Das ist sensationell. Ja. Und einfach zum Wechseln, guck. Nur die Schrauben weg, 2 Stück, kann ich rausfahren. Boah, ich guck mal mit deinem Sohn noch mal weiter, okay? Bis gleich. Ich liebe das neue Heck, weißt du das? Ja, das ist echt extrem geworden. Das ist echt richtig schön geworden. So. Wir haben jetzt eine Seitenklappe, hätte man natürlich auch noch eine Heckklappe haben können, eine kleine. Ja. Aber so eine Heckklappe kann man immer noch montieren. Wenn man es dann zurückrüsten möchte, ist es ein bisschen komplizierter, deswegen haben wir noch keine gemacht. Aber falls ein Kunde sagen möchte, ich möchte das Auto haben und hinten noch eine Klappe, ist es ohne Probleme möglich. Ist das hier die Breite? Das ist Originalmaterial, was drin ist? Oder ist die Tür anders? Die Tür ist ein bisschen dicker. Das hier haben wir jetzt über 42 mm haben wir hier jetzt durch den Rahmen hier. Mhm. Aber ich kann mal gleich ein Musterstück bringen, dann kann man das zeigen, wie unser... Da darf ich es mal sehen, das Musterstück? Ja, ich hol's gleich mal. Ja, kannst du gleich mal machen. Ihr könnt ja mal ein Musterstück holen, gerade von dem...
So, jetzt gehen wir mal rein. Was mich natürlich interessiert, hier habt ihr Salzfenster mit drin, aber die kann man auch natürlich aufrüsten mit Echtglas, Wernglas zum Beispiel. Natürlich, wenn man möchte, ist halt leichter. Gewichtsfrage. Genau, Gewichtsfrage. Sind wir hier unter 3,5 Tonnen? Ja. Stark? Ist da noch ein bisschen drin zu laden? Der Weg 3,1 ungefähr. 3,1, also knapp. Wird ausgestattet. Jetzt ist aber so, ich meine, alle, hast du gewusst, dass Rettungswagenfahrer per Sondergenehmigung 4,25 Tonnen fahren dürfen? Ja, das weiß ich. Und da sind wir gerade drin, dass es bei uns auch möglich ist. Ja, aber die haben es gerade abgelehnt. Ehrlich? Ja, haben es abgelehnt. Die Grünen und die Roten haben gesagt, nee, brauchen wir nicht, zu gefährlich. Wir haben ja 3,5 bis Anhängelast 750. Da würde ich lieber den Anhänger streichen und dann 4,2 zulassen. Das wäre doch ideal. Absolut. Komm, wir gucken mal drauf. Das ist die Konstruktion? Genau. Das hier GFK. Dann haben wir XPLS-Schaum, nochmal GFK und dann einmal rund um Fahrzeug innen haben wir hier so einen Schaum, so eine Art Dachhimmel. Mhm. Wie von dem PKW kennt man das auch. Das ist nochmal Schalldämmung, oder? Genau, einmal eine Schalldämmung und wir haben hier einen Vorteil, wenn man jetzt so ein Fahrzeug bauen möchte, nach einer Zeit, nach vielleicht 50.000 Kilometer, fängt es an zu reiben. Mhm. Und wenn man das quasi so rumbaut, so wie wir es machen, kann nach 50.000 Kilometer nichts anfangen zu reiben. Klappern ist das Wichtige. Die Leute hassen nichts mehr. Du kaufst ein Auto für 180.000 Euro, du steigst ein, fährst zum Supermarkt und denkst, du bist im Stadtbus. Bei uns klappert nichts. Bei uns klappert ganz gewiss nichts. Okay. Das ist gut. Jetzt sind wir nochmal, wo wir eine Klappe nachgerüstet haben. Das ist genau das originale Material. Ich habe extra noch was aus der Werkstatt mitgenommen, weil viele Leute sagen, ah, das kann vielleicht extra nur Deko sein. Hier sieht man auch, wie man einen Lüfter ausgebaut hat. Ich zeig mal gerade, du bringst gerade die Deko rein, oder? Das ist der. So, es gibt noch Äpfel. Sind es echt oder sind es Kunstäpfel? Die sind echt. Die sind echt? Ich glaube, da sind gleich nur noch drei da. Jetzt mal gucken. So, komm, wir gehen mal rein. Die Tür, das ist eine Serientür von Dometic. Genau, eine Dometic-Tür. Ganz normale Dometic-Tür mit Doppelverschluss und ja. Metallverschluss. Sensationell. Das heißt, die hat zwei Punkte. Zusatzschloss geht bei der Tür? Könnte man nachrüsten, genau. Kann man auch. Also wenn einer ängstlich ist oder so, dann geht das. Alarmanlage möglich? Kann man nachrüsten, kann man alles machen. Also wenn man sagen möchte, eine Alarmanlage, irgendwas, Videoüberwachung. Wir haben auch GPS-Tracker in manchen Fahrzeugen schon verbaut. Kabelkanäle, komme ich da gut ran später? Ja, kann ich Ihnen gleich zeigen, wenn wir reingehen. Du? Ja. Och, der Mann macht dich fertig. Ich bin so alt dann. Aber ganz ehrlich, die Campingbranche, die hat sich ja schon ein bisschen verändert. Ja, habt ihr viele Ersttäter jetzt? Ja, jetzt kommen schon viele, die neu sind. Im Neuland, sage ich jetzt mal, da gibt man immer den Tipp mit, man soll sich erstmal ein Fahrzeug mieten, auch wenn die Kunden kaufen möchten, erstmal ein Fahrzeug mieten oder mehrere Fahrzeuge mieten, weil dann hat man ein bisschen Erfahrung, man weiß, was man möchte und dann kann man ein Fahrzeug kaufen. Hm. Habt ihr die Vermietflotte, habt ihr auch bei euch? Vermietung macht man leider noch nicht. Okay, ich zeig mal, also da sieht man sehr schön die Anarbeitung. Das ist Bootsbau. Und da könnt ihr stolz auf sein, oder? Ja, natürlich. Ja, wenn ein Fahrzeug nicht perfekt ist, geht es auch nicht raus. Also, hier sieht man sehr schön. Das ist wirklich alles auf diesem Material, dass es ja nicht klappert, oder? Genau. Also egal, wo man hinschaut, wenn ich jetzt hier auch an die Küche gehe, hier sieht man es ganz gut. Der Rahmen und hier der Schaum. Das ist ja sensationell. Falls sich jemand ein Fahrzeug ausbauen möchte, selber privat, würde ich das auf jeden Fall raten. Ist schnell, wenn nichts drin ist, kann man schnell reinmachen. Auch hier, wenn man guckt, über der Schaum. Hier sieht man es am besten an der Wand. Ja, ihr habt noch jede Menge Möbelverbinder, die sind auch flexibel. Ja. Das Auto arbeitet ja schon ein bisschen. Ja, und damit das nicht reibt, überall wo reibt, hast du Verschleiß. Ja, genau. Und überall wo es reibt, entstehen auch Geräusche. Setz dich mal hin gerade aufs Bett, ohne den Kopf anzustoßen. Ja. Und ich gehe mal ganz nach hinten, dass wir den Raum einmal kurz drauf kriegen. Das ist die Treppe? Ja, genau. Cool. Du bist, wie groß bist du denn? Ich bin 1,90. 1,90? Ja. So, dass die Leute direkt wissen, hier haben wir keine also, Spielzeugversion. 1,90 sitze ich hier. Ah, die Optik ist ja sensationell. Das ist so richtig, ich habe gesehen von K-Yacht, von, ich weiß nicht, der Hersteller heißt, ein Serienhersteller, die bauen, glaube ich, irgendwo, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, das kriegen wir gerade mal hin. K-Yacht sieht aus wie eine Yacht innen und das hier ist so ähnlich. Sagen die Leute, die sind in einer kleinen Yacht? Ja, also die Leute sagen, die sind in einer kleinen Yacht, das ist bei uns öfters so und man muss halt überlegen, wir haben eine Yachtfirma aufgekauft, die Leute haben ihr Leben lang nur Yachten hergestellt. Die können es nicht besser. Ja. Auf Rädern quasi. Also GFK, Bau wie beim Boot. Genau. Die Kabine hier auch GFK komplett? Ja, komplett GFK-Kabine, auch von uns angefertigt extra für das Fahrzeug. So haben wir halt keine Naht. Da kann nicht dazwischen eine Wasserbildung sein, nur dort, wo der Toilettenkasten halt ausgeschnitten ist. Boah. Aber auch mit der großen Kassette. Gebaut für die Ewigkeit. Die Wiederverkaufspreise enorm, oder? Ja, enorm. Also wir haben Fahrzeuge sind von 2007, 2006 und die kosten heute noch 60.000, 70.000 Euro. Und die haben 150.000 Kilometer. Genau, wenn du gerade mal reingehst, du hast ja saubere Schuhe. Ja, ich komme da.
Da ist die kleine Treppe übrigens, da gehe ich mal kurz drum rum. Die können wir auch einfach hochklappen, sind mit Magneten fest. Okay. Ja, 1,90 oder so. Ich gebe es auf, wir sind jetzt beim Sie. So, wenn Sie mal gerade den Spiegelschrank öffnen können. Genau. Wir hatten noch ein Fach, bumm einfach. Ist auch alles massiv hier. Okay. Aus dem selben Material. Hier haben wir 13 mm Holzdicke. Also das mit dem System, mit dem Schaum. Ja. Du kennst ja viele andere Wohnmobile, wenn du damit fährst und du denkst wirklich, irgendwas ist kaputt. Ja, also wenn wir Kundenfahrzeuge haben, die halt zu uns kommen, weil sie einen Silvertrim gekauft haben und dann umsteigen und ein Gebrauchtfahrzeug uns geben. Also da sind wir echt, wenn wir die Fahrzeuge dann in der Probefahrt haben, was da für Geräuschentwicklung ist. Dann fahre ich immer einen Kunden, da haben sie noch irgendwas im Auto, irgendwie Garderobe oder sowas, irgendwelche Jacken, scheppert extrem. Nee, ist komplett leer. Und dann wundert man sich oft. Das sind die Möbelverbinder oft, ja, die dann fehlen teilweise. Oft nur geklebt und gesteckt mit so Nieten und so. Das ist halt, man kann so natürlich Fahrzeuge bauen, wenn man ein Fahrzeug für 40.000 Euro baut, dann darf man auch nicht viel erwarten, sag ich jetzt mal. Man muss da selber ein bisschen handwerkliches Geschick haben. Obwohl 40.000 Euro extrem viel Geld ist. Das darf man ja nicht vergessen. Dafür, dass dann Schrott ist letztendlich. Ja. Ja. Weil das Fahrgestell selber... Ich denke immer das arme Fahrgestell, was drunter ist. Ah. Man hätte was Besseres draus machen können. So, GFK bedeutet extrem steif, oder? Ja, also GFK kommt ja auch, wird ja auch im Rennsport benutzt. Die ganzen Formel 1 Autos sind ja auch alles im Monocoque mit Carbon. Also mit Carbon, das heißt ja dann CFK. Wir haben hier auch im Aufbau Carbon drin mitverarbeitet, dass wir halt leichter sind. Ist ein Kleiderschrank? Ja. Sag mal bitte. Innenlänge hier von dem? Kann ich ihn ausmessen? Nee, die Länge von dem Fahrzeug. Achso, die Länge ist 6,40. 6,40. Also ein richtiger Kleiderschrank drin. Ja, cool. Auch mit zum Aufhängen. Okay, was mich ja richtig flasht, ist, dass wir wirklich bei 3,1 Tonnen, das heißt, wenn man sich hier ein bisschen zusammenreißt, kannst du wirklich damit fahren. Aber hier ist auch alles drauf. Also alles, was man hier haben möchte, von. Hier sind ja noch nicht mal Lithium-Batterien drin. Die kommen noch rein, dann kommt das Gewicht. Wird ja noch leichter. Ja. Sag mal, die Schweizer müssen die euch aus den Händen reißen, ne? Wir haben extrem viele Kunden in der Schweiz und die sind auch. Also der 640 oder die 6-Meter-Fahrzeuge sind in der Schweiz extrem gefragt, weil sie halt kurz sind. Dann mit dem 3665-Radstand ist halt optimal, auch mit dem Allrad dann. Mhm. Mach mal runter, Hubert. Ja, Moment. Das ist ja sensationell, das Hubert mit drin im Gewicht. Genau. Das ist genau das, was wir hier haben mit den 3.1, oder? Genau. Ihr habt die gewogen? Genau, wir haben sie erst vorgestern gewogen, wo wir hergefahren sind. Davor auf die Waage. Mach mal hoch hier, die Matratze. Die Matratze? Lattenrost. Ah, zwei Matratzen. Genau. Okay. Hier haben wir normal noch einen Schaum drunter, das ist jetzt nur auf der Messe nicht da. Das ist so dick, das ist besser als ein Lattenrost, das ist von der Luftfracht kommt es. Ah, das habe ich schon mal gesehen, das genau, ist so ein Waben. So ein Waben, sieht aus wie so ein, aber das ist extrem weich, das sieht aus wie so, auch wie eine Art GFK sieht es aus, aber ist kein GFK, das kommt aus Polen. So, jetzt sagt ihr, Allrad, die Sitze sind beledert, genau. Auch die Fahrgestelle habt ihr schön ausgewählt, großes BOX. Ja, genau, 10,25 Zoll, Multimedia-System. Automatik. Komplett. Automatik. 190 PS. Das ist jetzt hier der mit 163 noch, aber normal haben wir hier alle sonst mit 190 PS. Mit dem so, Turbo. Komm, lass uns mal Kühlschrank gucken. Kühlschrank haben wir hier links gleich. Wie ist die Reaktion auf eure Autos? Weil ihr seid ja doch außergewöhnlich hier. Ja, also viele Leute kennen uns noch gar nicht, sagen so, boah, habe ich noch nie gehört, Wanner Silvertrim. Das ist auch verständlich, weil mein Vater, der ist jetzt 78 und der hat die letzten 5 Jahre nicht richtig auf Messen gegangen. Wenn wir auf Messen waren, nur CMT oder Düsseldorf. Mhm. Ihr habt ja genug Kunden, muss man auch sagen. Ja, genau. Und jetzt komm ich und drehe so ein Video. Ja. Hat es jemand gesehen eigentlich von euch? Ja, ja. Ja, wir haben es in der Familiengruppe rumgeschickt und sowas. Ja. Ja, hat uns schon gefreut. Und Kunden auch gesehen? Ja, Kunden auch, genau. Deswegen sind so auch Kunden teilweise zu uns gekommen und haben gesagt, ah ja, habe ich es gesehen im Video. Deswegen. So, das ist die Markise von Fiamma. Genau. Retract, Extend. Weißt du, was ich geil finde? Das ist einfach nur ein Schalter. Keine Fernbedienung, kein nix. Ey, so easy, oder? Ja. Bei den neuen Fahrzeugen haben wir jetzt den Schalter hier unten gelegt, weil wenn man da... Kann man rausgucken. Ja, kann man rausgucken und einfach, wenn man draußen steht. Sonst muss man immer reingreifen. Deswegen haben wir nach unten gelegt. So, und das hier, das ist ein Bedienfeld. Genau, neben dran die Truma-Heizung. Das neue Bedienfeld kriegt ihr auch demnächst, oder? Ja, genau. Und hier den Inverter. Halt ganz normal. Auch dann mit dem neuen Display mit Anzeige. Ist das jetzt ein Messefahrzeug oder ist das schon ein bisschen älter? Das ist jetzt ein Musterfahrzeug. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, das ist jetzt das Musterfahrzeug. Wir tun das Fahrzeug extra immer mit hellem Polster ausstatten auf der Messe. Weil, um zu zeigen, dass unsere Fahrzeuge nicht irgendwie abfärben, das Polster, weil da hocken sich viele Leute in dunkle Jeans und alles. Wir haben so ein Eco-Leder, Kunstleder, bewusst Kunstleder wegen Nachhaltigkeit. Vegan. Genau. Vegan heißt das heute. So, oben ist so ein Schränkchen. Was kann das? Genau. Hier könnte man zum Beispiel einen Backofen reinmachen oder halt. Mikrowelle. Eine kleine. Genau, zum Beispiel. Aber ich schon gemacht. Die Fronten Holz macht ihr selber?
die tun wir in Italien herstellen. Den okay. Möbelausbau machen wir in Italien und hier machen wir dann den letzten Feinschliff in Deutschland. Okay, machen wir hier hoch. Ist ein Kleiderschrank drunter? Hier drunter haben wir noch einen von der Gerade. Ist das das Material? Ja, was genau, du das ist das Material. Okay. Genau. So ein Barben. Genau, das ist als extrem. Damit nichts schimmelt, fault, drunter. Ja, und einmal belüftet wird auch. Also Feuchtigkeit. Genau. Und da ist, alles Handarbeit. Das hier ist keine maschinelle Fertigung. Das siehst du richtig an dem Holz. Also da ist alles da, wo es hingehört. Warte, ich mach mal Licht an. Mal ein bisschen Licht reinkriegen. Dass wir das sehen. Also hier ist noch ein bisschen Stauraum. Zielgruppe ja. Von euch, sind es so Städtetouren auch teilweise oder alles? Ja, also bei uns, wir haben Fahrzeuge, die sind nach Portugal. Die sind übers ganze Jahr in Portugal. Die Kunden, die kommen eigentlich aus Deutschland. Und wir haben Fahrzeuge, die sind halt nur am Wochenende unterwegs. Das ist halt immer so, es ist ein Universalfahrzeug, sag ich jetzt mal. Ich könnte jetzt mit dem Fahrzeug ohne Probleme 2 Wochen in Italien stehen. Ich könnte aber auch nur übers Wochenende wegfahren. Ja, komm, wir gehen mal raus. Wir haben noch einige zu filmen. Heute ist Pressetag, Freitag der 13.2023. Wir sind auf der CMT in Stuttgart auf dem Stand der Firma Wanner. Und ich kann euch versprechen, ich habe ja ein paar Zuschauer, also die das sehen werden. Ihr werdet viele Anfragen kriegen. Hier ist zum Beispiel so eine Heckklappe, dass man die mal sieht, wie geil die gefertigt ist, oder? Genau, also hier die Heckklappe. Sieht man auch. Es ist halt alles Handarbeit. Die ganze Form, wo man hier sieht. Du musst mir gefallen, wenn du mal gerade die linke und die rechte Hand außen mal hier dran hältst. Ja. Und einfach mal versuchst, sie zu verwinden. So. Einfach mal, pack die linke Hand runter, die rechte hoch, zeitgleich. Nee, einfach so. Mal versuchen zu verbinden, zu verdrehen. Ach so, verdrehen, so. Ja, geht das? Nee. Das geht nicht, oder? Nee, gar nicht. Also ich kann mich da dranhängen, wie ich möchte. Passiert nichts. Also die ist steif, oder? Okay. Wenn ich versuche zu drücken. Sind zwei Firmen ineinander. Genau. Das ist schon Qualität, oder? Wie hast du das so leicht bekommen? Wir haben auch Kevlar drin. Ah, und Carbon. Und Carbon. Okay. Das ist wichtig. Boah, das neue Heck ist echt schön. Komm, wir zeigen es gerade mal. Silverdream S641 FB. 180 Kilo. Ich denke, das ist zulässig hier für das, was es drin ist. Das ist jetzt der Aussteller. Wie gesagt, wenn ich neu bestelle, kriege ich das neue Heck. Genau. Bekomme. Ich kann auch relativ viel Einfluss nehmen. Farben, ja. Polster? Egal was man möchte. Kann auch rosa machen. Rosa? Ja, würde auch gehen. Gut, so, hier sind wir. Vielen Dank, Philipp Wanner. Und ich bin mal sehr gespannt, was die Leute zu eurem Startfoto sagen werden mit deinem Bruder zusammen. Ja. Aus der Schwäbischen Alb, wo kommt der her? Dettingen Tech. Nochmal bitte. Dettingen Tech, Dettingen Untertech. Was ist die nächste normale Stadt? Kirch am Untertech. Okay. Denk an der 8. Dankeschön, tschüss.